Hi zusammen, heute wieder eine Folge mit Fabian. Hallo? Und wir erzählen wieder von unserer Reise nach Skandinavien. Diesmal befinden wir uns schon auf dem Rückweg, wo wir noch unseren guten Freund Lars getroffen haben. Wir sind jetzt auf der Höhe von Luleå und hatten das Glück, Bartkreuze zu finden und zu fotografieren. Und auf diesem Bild sieht man, glaube ich, schon sehr, sehr gut, ja, wie wir das gemacht haben. Die richtig faule Variante, mit dem Auto angehalten, ausgestiegen und gewartet, bis die Action losgeht. Es ist perfekt für mich gewesen. Nein, es waren traumhafte Bedingungen, weil die Bartkreuze, es waren mehrere Bartkreuze, direkt neben der Straße auf so einer Leitung saßen und eben von dort gejagt haben. Und generell, Tiere in Skandinavien zeigen wenig Scheu und wir konnten uns da ohne Tarnung komplett frei bewegen, ohne dass die Tiere irgendwie beeinflusst wurden. Oh, Und das war man muss schön. davon sagen, dass einer von ihnen wirklich deutlich am zutraulichsten war. Also, weil Ja, man konnte sie so ein das. bisschen anhand der Gesichtszeichnung unterscheiden. Der eine war deutlich dunkler. Und Ja. diese hellere Morphe da, von der wir auch die meisten Bilder haben, ja, die hat sich wirklich überhaupt nichts geschert und die andere war ein bisschen zurückhaltender. Aber alles in allem Die, unglaublich. genau. Also der Helle, der saß eigentlich 24 Stunden Ja. am Tag da, hat sich um nichts gekümmert und die Dunkle, ja, die ist immer nur spontan aufgetaucht und war dann auch schnell wieder weg. Aber einer reicht. Genau, ja. Apropos Jagen. Von der Leitung aus ist er immer wieder. Also hat erstmal geortet, wo Wühlmäuse sind. Also er hat vor allem Wühl- und Schermäuse dort, also Schermäuse gefressen. Und teilweise war die Schneedecke sehr tief, 30, 40 Zentimeter. Teilweise war sie von Eis überzogen und da ist dieses Bild entstanden. Er war sehr erfolgreich, müssen wir sagen. Aber ab und zu hat er eben doch die Eisdecke getroffen. Aber es ist ihm nichts passiert. Naja, der war. Wir haben den, glaube ich, eine Woche lang fotografiert. Also, er Ja, hat es überlebt. ja, ja. Man muss vielleicht noch sagen, dass sie halt diese Umgebung um die Straße bevorzugt haben, weil da wirklich, das war so die ersten Flächen, die dann aper waren, oder zumindest die Ja. Schneefläche nicht mehr so tief. Und deshalb waren die auch so affin auf diese Stromleitungen oder Telefonleitungen. Genau. Genau. Das war halt perfekt für die, weil ich schätze schon, dass es durch das Salz entstanden ist, dass da eben diese apernen Flächen entstanden sind, weil die Straße ist auch komplett frei. Eigentlich dachte ich, da wird nicht gesalzen, aber ja, muss scheinbar und somit ist eben auch dieser Wassergraben oder der Graben entlang der Straße ein bisschen schneefreier geworden und da war natürlich was perfekt. Das waren die einzigen Flächen, wo er jagen konnte und dort saß er dann täglich und es war interessant zu sehen, dass sie eben so nah auch an der Zivilisation sind. Und das passt eigentlich auch wieder ganz gut in deinen Bildstil, Chris. Wir haben es schon mit dem Elch Ja. letztes Mal gesehen in der Polarlichtfolge. Unruhig und schief. Nein! Nein. Ich rede von der urbanen Tierfotografie. Aber ja, wir können es auch. Nein, ich fand es auch mega. Es ist ein cooles Bild, finde ich, weil es einfach wirklich vermittelt, dass da Mensch und Natur irgendwie im Einklang leben. Und nicht so wie bei uns, dass da der Mensch eher die Natur zerstört. Aber das liegt einfach daran, dass es so dünn besiedelt ist da oben. Ja, und so eine Stromleitung kann auch ein nettes Motiv sein. Also wenn natürlich eine Eule drauf sitzt. Nur die Leitung ist vielleicht nicht so schön, Könnten noch aber. reinzoomen, einfach den linken Teil. Genau. Aber ja, Bartkreuze generell unglaublich faszinierende Tiere, super groß, also wirklich beeindruckend. Und die dann so nah zu erleben, das ist schon, Sind ein paar das war toll. Meter über uns durchgeflogen. Ja, da sind mal beide zu sehen und wir hatten halt eben auch Schneefall und das war genial. Wir hatten so ziemlich alle Wetterbedingungen, die man sich wünschen konnte. Damals noch mit der 5D Mark IV, das heißt noch kein Tier-Augen-Autofokus. Und es ging doch. Meistens. Und das ging doch. Aber wir haben uns die Zähne Ja. ausgebissen.
Vor allem mit der Brennweite, das war halt, meine kürzeste war 600 mm und ich glaube, du hast die meisten doch auch mit Konverter gemacht, oder? Naja, mit 800 die meisten, ja. Und ich habe, glaube ich, auch noch einige mit 840 gemacht, weil auch wenn sie so nahe sind, ja, wenn sie dann direkt über einem sind, dann passt dann irgendwie der Hintergrund nicht mehr. Oder selten, es kann passen. Ja. Aber trotzdem mit der Brennweite ist der Autofokus auch nicht mehr der schnellste und das Handling Ja. vom Objektiv darf man auch nicht unterschätzen. Das ist wahr, das ist richtig. Ja, aber wir hatten Schneefall, wir hatten Licht, Gegenlicht von hinten, wir hatten ihn sitzend, wir haben tolle Porträts machen können. Wir hatten ihn wirklich super nah und er ist zu uns geflogen. Es ist nicht so, dass wir immer hinterhergerannt sind. Er ist wirklich zu uns geflogen, hat sich vor uns hingesetzt. Und das ist natürlich das Schönste, was man sich wünschen kann als Tierfotograf. Ja, und das dann immer so zwischen diesen Strommasten, also vom Strommasten runter in den Graben jagen und dann manchmal wieder hinten im Fichtenwald gelandet. Das ist dann wo Ja. ich mehr auf den Auslöser gedrückt habe. Wenn die, ja, ich fand den Kontrast hier einfach schön mit diesem Ja. hellgrau, teilweise hellgrauen Vogel und Ist er auch. der dunklen Fichte hinten dran. Ja. Ist ein super schönes Foto. Dankeschön. Oder wie Chris es dann geschafft hat, wenn er dann wieder zur Stromleitung kam, richtig zu uns. Ja, Ja, vor dem dunklen Wald. Das ist auch mein einziges Bild, wo man beide Augen mal sieht. Ich habe auch nicht viele. Das ist. Ja, das war dieser eine Moment, wo es dann einmal gepasst hat. Aber ja, auch hier, eins reicht. Leider. Ja, und das war alles entlang einer Straße. Wir sind diese Straße dann noch weitergefahren. Die Straße, müssen wir dazu sagen, die war 20 oder 30 Kilometer lang, ne? Die war irrsinnig lang. Und die ging mitten durch die Wälder und dann hatten wir eine Stelle gefunden, wo es sehr nach Sperlingskauz aussah und dort wurden wir auch fündig. Dort war dann ein Sperlingskauz und wir haben ein bisschen Zeit mit ihm verbracht und auf einmal kam auch dort ein Bartkauz an. Ich weiß gar nicht, wie viele Bartkäuze wir insgesamt gesehen haben. Das waren 6, 7 Ja, Stück. ich denke auch. Es war wirklich beeindruckend. Es waren einige, ja. Und die alle entlang dieser Straße. Das war mega. Aber ja, wir haben uns dann auch mal dem Sperlingskauz gewidmet. Wenn man schon die Auswahl hat von verschiedenen Irgendwann Eulen. wird es Wir hatten langweilig, noch, ja. ja, Den Barkos. aber wir hatten noch Auerhühner, wir hatten Haselhühner neben der Straße. Waren die Birkhühner auch noch dort? Ja, die waren auch dort. Aber die Es war Haselhühner waren unglaublich scheu. Ja, Meistens. Das war. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber deswegen haben wir uns eher auf die Eulen fokussiert und haben noch ein paar Bilder vom Sperlingskauz machen können. Und die sind weg. Und dann sind wir. Ja. Ja, Ich sorry. fand es echt beeindruckend. Ich habe noch nie einen gesehen eigentlich vorher. Und ich meine, ich Ja. wusste, wie klein die sind, aber wenn man es dann wirklich in echt sieht, das ist Ja. nochmal was anderes. Das stimmt. Und süß. Das stimmt. Ja, und dann sind wir wieder weitergefahren und hatten auf einmal wieder einen Bartkauz vor uns. Erst hatten wir noch einen Elch und dann Bartkauz. Und das war auch wieder ein kleiner Kahlschlag direkt neben der Straße. Und wir haben geparkt, wir sind ausgestiegen, uns klein gemacht, auf die Straße gesetzt und haben ihn beobachtet. Wir haben ihn fotografiert, schön im Gegenlicht wieder. Und dann auf einmal fängt er an zu jagen und fliegt wirklich direkt über uns und 2 Meter über uns drüber. Das war ein unglaublich schönes Erlebnis. Ja, das Und vergisst man nicht. das war auch der Tag, wo wir noch das Weibchen rufen hören Ja, haben. stimmt. Also da ist dann scheinbar auch ein Revier, ein Brutrevier, und das war einfach toll. Und die Weibchen klangen irgendwie so ein bisschen wie Waldkäuze. Entfernt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich weiß, dass wir am Anfang noch, also verunsichert waren, nicht gerade, aber Ja. nicht gleich direkt zuordnen konnten und. Ja. Wir haben dann aber auch noch gesucht, aber nichts gefunden, gell? Das hat sich vielleicht schon ein bisschen mehr versteckt aufgehalten, das Weibchen, ich weiß gar nicht. Ja, das war auch so weitläufig Ja, da das hinten. stimmt, ich meine. Das war. Und eben, es hatte immer noch Schnee, also
war wirklich nur um die Straße, wo da passiert. Ja. Ja. Genau, wir sind nicht weit von der Straße weggegangen. Ja. Aber es war toll, toll, diesen Tieren begegnen zu dürfen. Ja, und ich glaube, mein persönliches Highlight war dann wirklich auch das, glaube ich, einzige Bild, das ich habe, wo er mit, wo beide Augen offen sind und er auf mich zufliegt, wo man beide Augen sieht und er auf mich zufliegt. Ja. Und da war halt der Fichtenwald hinten dran noch zur Hälfte beleuchtet von der Abendsonne. Und der Berg hat schon im Schatten und dieses Spiel aus warm und kalt. Sicher. Ist mega schön. Das habe ich eins von meinen Highlights überhaupt von dem Trip. Von den ganzen zwei Monaten. Und das ist so schön aufgelöst durch die 600er. Bei Offenblende wahrscheinlich, ja, oder? Ja, ziemlich. Weißt ich glaube, das waren 840 mm sogar. Okay. Und dann Offenblende, so wie ich mich... Nein, Blende 6,3. Bei 840 ist quasi Offenblende. Ja. Ja, du solltest umsteigen, Chris. Oder beide. Ich habe. Ja, das ist noch nicht drin. Aber ja, ich mit dem 600er liebäugle ich immer noch. Aber. Mal schauen. Für die nächste Reise. Für die nächste Reise. Hoffentlich bald. Ja, mal schauen. Ich glaube, das wird so schnell leider nichts werden. Dank Corona. Naja, versuchen wir das Jahr doch etwas optimistischer abzuschließen. Genau. Ja, also wir konnten uns immerhin einmal sehen. Wir können eigentlich das Video hier auch noch verlinken. Wir haben uns an der Ostsee getroffen und dort fotografiert. Das war schon... Ja. Wir hatten was anderes geplant, aber wir waren schon froh, dass das noch geklappt hat. Und ja, der Rückblick war jetzt auch wieder schön. Einfach mal wieder ein paar Erinnerungen wachzurufen und... Es war in jedem Fall eine unvergessliche Zeit, also wenn ihr die Chance habt, so eine Fototour zu machen, vor allem in den Norden, Norden Europas, dann ist das wirklich, nutzt die Gelegenheit. Und ich muss sagen, ich hätte niemals erwartet, dass wir im März, April so viele Tiere sehen werden. Und also wir waren wirklich erfolgreich, sehr erfolgreich. Und das fing ja an mit den Wasseramseln im März noch und hat sich durchgezogen wie ein roter Faden. Genau, die Enten auf Batsfjord. Ja. Also, ging viel. Also wenn ihr noch mehr sehen wollt von dieser Reise, wir hätten noch genug Material, schreibt uns einfach in die Kommentare. Und dann machen wir noch was. Ansonsten würde ich sagen, wir wünschen euch schöne Feiertage. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen. Macht's gut, ciao.